Moin, anderswohin unterwegs. Mein Name ist Uli. Heute geht es hoch in den Norden, nach Ostfriesland, genauer in die Krummhörn. Die Krummhörn ist auch der gesamte Landstrich südwestlich einer Linie Greetsiel-Emden, also die Gemeinden Krummhörn, Hinte und Emden. Hier gibt es einige wunderschöne Sehenswürdigkeiten, nämlich die Warfdörfer der Krummhörn. Wir sind hier in Loppersum, das ist ein Dorf bei Hinte. Das ist eines der Warfdörfer in der Krummhörn. Eine Warft, das ist in den nordwestdeutschen Marschgebieten ein aufgeschütteter Hügel, auf dem eine Siedlung errichtet wurde. Man sieht hier, wie es leicht bergan geht, da geht's hoch auf die Warft. Die Warft diente zum Schutz vor Sturmfluten, denn bei Sturmfluten, da hieß es ansonsten landunter. Auf der Warft, da stand dann eine Burg oder eine Kirche, Höfe oder auch ganze Dörfer. So wie in Loppersum sehen die Warfdörfer meist aus. Es geht zum Ortszentrum leicht bergan, auf die aufgeschüttete Warft. Drumherum sind inzwischen neue Siedlungsgebiete entstanden. Auf der Warft gibt es dann Wohnhäuser, die Burg oder ein Herrenhaus und eine Kirche. Die Kirchen hier gehören fast immer evangelisch reformierten Gemeinden. Kirchen in den Warfdörfern haben fast immer freistehende Glockentürme. Die Warfdörfer, die liegen wirklich nur ein paar Kilometer alle auseinander. Nach ein paar Minuten ist man schon im nächsten Ort. So wie wir jetzt in Grimmersum. Und hier sieht man, wie wunderschön diese Warftendörfer sind. Kleinode aus roten Backsteinhäusern mit roten Straßen, bunten Vorgärten, hübschen Kirchen. Grimmersum liegt auf einer Längstwarft. Fast alle Dörfer in der Krummhörn sind ansonsten Rundwarftendörfer. Die Kirche ist ein frühgotischer Backsteinbau. Ab 1270 wurde sie gebaut. Wenn man durch diese engen Straßen hier geht, hat man wirklich das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben. Übrigens, alle Warftendörfer haben solche engen Straßen. Im Ort, da gibt es etliche ehemalige Landarbeiterwohnhäuser. Das sind heute oft Ferienhäuser. Aber schauen wir uns zwischen den roten Backsteinhäuserfronten ein wenig um. Wir fahren in den Ort Grothusen. Der wurde um das Jahrtausend erstmals erwähnt. Das war ein Handelsplatz. Hier gab es drei Burgen. Die Osterburg, die Mittelburg und die Westerburg. Einzig erhalten geblieben ist die Osterburg, eine hochmittelalterliche Wasserburg. Sie ist bis heute bewohnt. Wir kommen nach Pilsum, ein Rundwarftdorf. Knapp über 500 Einwohner hat der Ort. Pilsum, das war einmal der Sitz des ostfriesischen Häuptlingsgeschlechts der Beninga. Hier gibt es zahlreiche große Gulfhöfe, das sind also eine bestimmte Art von Bauernhöfen, und kleine winzige Landarbeiter- und Handwerkerhäuser. Das ist das Warftendorf Frepsum. Das liegt auf einer 5 Meter hohen Warft. Im 10. Jahrhundert wurde der Ort zum ersten Mal erwähnt. In Frepsum ließ der ostfriesische Häuptling Volkmar Allenach im 15. Jahrhundert eine Burg bauen. Die Frepsumer Kirche erbauten die Einwohner Mitte des 13. Jahrhunderts auf dem höchsten Punkt der Warft. Die Kirche hat man öfter umgebaut. Die Portale wurden verlegt, die alten zugemauert, die kleinen Rundbogenfenster durch große Fensteröffnungen ersetzt. Wir kommen nach Cannum. 950 wurde der Ort erstmals erwähnt. Auf dem höchsten Punkt der Warft errichtete man im 13. Jahrhundert eine Kirche, später dann den Glockenturm. In den Dörfern hier wird der Glockenturm vom Kirchenschiff wegen des weichen Marschbodens getrennt. Denn die schweren Kirchtürme geraten auf dem weichen Boden durch die Schwingungen der Glocken in Schieflage. Und das gefährdet dann das Kirchenschiff. Thank you.
Wir kommen nach Pewsum. Es ist kaum noch zu erkennen, aber auch der Ort war mal ein Waddorf. Der Kirchenhügel wurde über einem Wohnplatz aus dem 11. Jahrhundert errichtet. Heute ist hier der Verwaltungssitz der Gemeinde Krummhörn. Es gibt 3000 Einwohner und die wichtigste Sehenswürdigkeit, das ist die Maningaburg. Das ist ursprünglich der Häuptlingssitz der ostfriesischen Familie Maninga. Von der einzigen Anlage steht heute nur noch die Vorburg. Wir kommen nach Risum. Für mich ist das wirklich der schönste Ort von all diesen Dörfern hier in der Krummhörn. Das ist die Risumer Mühle, ein dreistöckiger Galerieholländer. Er wurde aus Ziegelsteinen gebaut. 1964 wurde die Mühle stillgelegt, seit 1975 ist sie als Museumsmühle wieder in Betrieb. Über 1000 Jahre alt ist dieses Dorf hier. Es wurde übrigens schon mal zum schönsten Dorf Niedersachsens gekürt. Es ist ein kleines, romantisches Rundwarftendorf. Es hat nur 400 Meter Durchmesser, also verlaufen kann man sich in den engen Gassen kaum. Risum gilt als die am besten erhaltene Warftensiedlung an der deutschen Nordseeküste. In Risum scheint die Zeit stillzustehen. Gulfhöfe, Handwerkshäuser, Landarbeiterhäuser, hübsche Vorgärten, Gassen, rote Backsteinhäuser, schmucke Vorgärten, eine historische Mühle und, sehen wir gleich, eine sehenswerte Kirche. Was will man mehr? Das ist sie, die Risumer Kirche. Es ist der Ortsmittelpunkt. Sie wurde an der höchsten Stelle der Warft gebaut. Dabei hat man im 15. Jahrhundert die Kirche an den Kirchturm aus dem 14. Jahrhundert angebaut. Der stammte nämlich von einer Vorgängerkirche. Das Innere der Kirche ist schlicht. Das ist übrigens ja bei allen evangelisch reformierten Kirchen so. Hier gibt es keine Bilder und im Mittelpunkt, da steht bei den Reformierten ja die Predigt und deswegen ist der Predigtstuhl, die Kanzel, eigentlich der wichtigste Ort hier in der Kirche. Auf der Empore, da ist eine Rarität. Das ist nämlich die älteste, noch bespielbare und im Grundbestand erhaltene Orgel in Nordeuropa. Sie stammt aus dem Jahr 1440. Wir sind hier übrigens 6 Meter über dem Meeresspiegel. Der Mittelpunkt von Risum wird von mehreren Ringstraßen umgeben. Hier gibt es auch dieses Netz von Wegen, engen Straßen. Das unterteilt den Ort. Dazwischen, da gibt es wirklich herrliche Bauernhöfe, die traditionellen Gulfhöfe, Arbeiterhäuser und die im traditionellen Stil gebauten Wohnhäuser. Thank you.
Das war's dann von den Warftendörfern in der Krummhörn. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ihr seid genauso begeistert von diesen Dörfern, wie ich das bin. In diesem Sinn, tschüss.